Wir gehen zu den Banken, weil es nicht sein kann, dass milliardenschwere Rettungspakete geschnürt werden und gleichzeitig die Kosten dafür von der Bevölkerung, also von uns, getragen werden. Die Reichen werden immer reicher und die Armut nimmt dramatisch zu. Statt die Profiteure der Krise endlich zur Verantwortung zu ziehen, wird im Sozialbereich gekürzt. Das ganze System gehört auf den Prüfstand. Wirtschaften auf Kosten der Allgemeinheit, Profite für wenige, Schulden für den Rest. Die Banken sind mächtige Zentren des globalen Kapitalismus. Sie sind so mächtig geworden, dass ihre Lobbys letztlich bestimmen, was in der Politik abgeht. In Europa findet derzeit eine gigantische Kürzungswelle statt. Am 29. September treffen sich die Finanzminister in Brüssel, um ihre Kürzungspolitik zu koordinieren. Der Europäische Gewerkschaftsbund hat zu Demonstrationen aufgerufen. In Griechenland und Spanien gibt es Generalstreiks. Wir von der TAP unterstützen die gemeinsamen Proteste mit dem Bankenaktionstag. Gehen wir zu den Banken hin. Und zeigen wir deutlich, dass sie die demokratische Kontrolle hinterlegen.